Wer bezahlt in Deutschland die Sozialversicherungen? Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber, Arbeitgeber. Warum gibt es in einer Demokratie mehr als eine Partei? Weil dadurch unterschiedliche Meinungen der Bürger und Bürgerinnen vertreten werden. Was braucht man in Deutschland für eine Ehescheidung? Die Unterstützung eines Anwalts, einer Anwaltin. Sie haben in Deutschland absichtlich einen Brief geöffnet, der an eine andere Person adressiert ist. Was haben Sie nicht beachtet? Das Briefgeheimnis. Wofür stand der Ausdruck Eiserner Vorhang? Für die Abschottung. Punkt. Das Warschauer Pakt gegen Westen. Wann baute die DDR die Mauer in Berlin? Eine Frau, die ein zweijähriges Kind hat, bewirbt sich in Deutschland um eine Stelle. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Sie bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil sie Punkt. Mutter ist. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? Brandenburg. Welcher Politiker steht für die Ostverträge? Helmut Kohl. Willy Brandt. Welche der folgenden Auflistungen enthält nur Bundesländer, die zum Gebiet der früheren DDR gehörten? Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das? Der Wähler darf bei dem Fluss werden noch zu einer Stimmbandsgabe. Wie nennt man den Regierungschef, die Regierungschefin der Bundesrepublik Deutschland? Bundeskanzler, Bundeskanzlerin. Bei Erziehungsproblemen können Eltern in Deutschland Hilfe erhalten vom Punkt. Jugendamt. Wo können Sie sich in Schleswig-Holstein über politische Themen informieren? Bei der Landeszentrale für politische Bildung. Was bedeutet die Abkürzung EU? Europäische Union. Eine Partei möchte in den Deutschen Bundestag. Sie muss aber einen Mindestanteil an Wählerstimmen haben. Das heißt Punkt. 10% Hürde. Die Volkshochschule in Deutschland ist eine Einrichtung. Punkt. Zur Weiterbildung. Was ist die Hauptaufgabe eines Richters, einer Richterin in Deutschland? Ein Richter, eine Richterin. Punkt. Arbeitet in einem Gericht und spricht Urteile. Durch welche Verträge schloss sich die Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zusammen? Durch die römischen Verträge. Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland? Presse. Was macht ein Schöf für eine Schöfin in Deutschland? Er sie Punkt. Entscheidet mir Richterinnen über Schuld und Strafe. Wann waren die Nationalsozialisten mit Adolf Hitler in Deutschland an der Macht? 1933 bis 1945. Welchen Minister, welche Ministerin hat Schleswig-Holstein nicht? Außenminister, Außenministerin. Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das? Jede Person kann ohne Zwang entscheiden, ob sie wählen möchte und wenn sie wählen möchte. Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört dazu? Er baut Straßen und Schulen. Warum muss man in Deutschland bei der Steuererklärung aufschreiben, ob man zu einer Kirche gehört oder nicht? Bei Punkt. So. Wie hieß der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Konrad Adenauer. In Deutschland wird die Staatsgewalt geteilt. Für welche Staatsgewalt arbeitet ein Richter, eine Richterin? Für die Punkt. Judikative. Welches Wappen gehört zum Bundesland Schleswig-Holstein? Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Gründungsmitglied. Punkt. Der Europäischen Union. Wie viele Besatzungszonen gab es in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg? 4. Man will die Buslinie abschaffen, mit der Sie immer zur Arbeit fahren. Was können Sie machen, um die Buslinie zu erhalten? Ich beteilige mich an einer Bürgerinitiative für die Erhaltung der Buslinie oder gründe selber eine Initiative. Wenn Sie sich in Deutschland gegen einen falschen Steuerbescheid wehren wollen, müssen Sie Punkt. Einspruch einlegen.